kam schon wieder jemand rein. Also merke, Videos nur noch abends machen. Und Feierabend ist nicht zwischendrin. Nun ja. So, genau, wo war ich stehen geblieben? Ja, Schulung. Also leasen kann man mich nicht, aber man kann mich besuchen und bei mir eine Schulung machen. Muss man aber nicht. So, wenn ihr das soweit habt, könnt ihr natürlich mit Spotty wie mich ab. Nein. Könnt ihr da natürlich noch ein paar Punkte setzen. Ich bin ja ein Fan von Punkten, muss ich ja sagen. Ich liebe Punkte. Ich finde, Punkte machen das alles nochmal so ein bisschen. Also das ist mir auch noch nie passiert, muss ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da. Die Punkte sind ja wohl sowas von in einer Reihe, so drei nebeneinander jeweils. Das sieht ja wohl voll doof aus. Also, was machen wir? Punkten das ein bisschen über. Also das sah ja dämlich aus. Naja. So. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt natürlich nochmal, wenn ihr sagt, ja, so, weiß nicht, irgendwas fehlt mir noch, dann kann man natürlich immer nochmal hingehen. Ob ich das jetzt schaffe? Ja. Und dann könnt ihr die Blütenblätter, die dann eh schon in weiß sind, nochmal in weiß ein bisschen umranden. Ich finde, das schadet nicht. Ich hole die noch mal so ein bisschen raus. Noch ruhig ein bisschen unordentlicher bleiben dabei. So. Also ich finde meinen Tipp ganz nett. Ich habe meinen Ernie jetzt natürlich wieder nicht zur Hand. Jetzt fragt mich jemand, was mein Ernie ist. Mein kleines Helferlein mit... Ah, das da ist mein Ernie. Das ist mein Ernie. Ernie hat nämlich Klebeknete drauf. Und mit Klebeknete... Kann man dann nämlich auch so ein bisschen besser. So. Ne? So. Ja. Und dann könnt ihr das natürlich versiegeln, wie ihr wollt. Mit einem Versiegler ohne Schwitzschicht oder mit Schwitzschicht. Bei denen ohne. Ich habe jetzt ja auch einen ohne, aber für Tipps geht das immer ein bisschen besser. Wenn ihr die auf die Nägel macht, allerdings die ohne, würde ich bei Malerei immer schauen, dass ihr genug Platz habt zum Rand, dass die Malerei gut eingeschlossen ist. Ansonsten zweimal versiegeln und nicht vergessen an den Seiten und vorne am freien Ende nochmal gut drunter zu gehen. Das ist wichtig, weil sonst kann es sein, dass euch das abplatzt. So, wir sind ja jetzt hier leider nicht im Koch- und Küchenstudio, deswegen habe ich das jetzt auch noch nicht vorbereitet. So klingt der Ofen ist schon fertig. Sondern das ist jetzt hier quasi das Ende vom Lied. Ich werde das jetzt gleich nochmal in die Lampe packen zum Härten. Und ihr könnt euch dran machen. Und könnt es nacharbeiten, wenn ihr wollt. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay. Ich wünsche euch beim Nacharbeiten viel Spaß. Und ja,
freue mich wieder über Anregungen und Kritik. Und wie gesagt, wenn ihr was Negatives sagen wollt oder müsst oder euch dazu berufen fühlt, schreibt mir eine E-Mail oder schreibt mir einen Kommentar, dann kann ich da gerne zur Stellung nehmen. Das wäre nett. Ansonsten positive Kommentare freuen mich natürlich umso mehr und verlinkt mich, ver-YouTube mich, besucht mich auf meiner Homepage und ich freue mich auf euch. Bis dann!